Ich muss jetzt schon zum x-ten Mal dieses Video neu aufnehmen, denn es geht um Winamp und Winamp hat einen Nachfolger mit dem Namen Wake Up. Was das ist, was der kann, das alles nach dem Intro. Meine Jugend war definitiv geprägt von Winamp. Winamp war das einzige Programm eigentlich, wenn ich mich erinnere, mit dem ich meine Musikbibliothek verwaltet und abgespielt habe. Und irgendwann wurde das dann verkauft, glaube ich, an AOL und dann wurde die Entwicklung eingestellt und dann war das eigentlich nur noch so ein Zombie, weil man konnte es zwar benutzen, aber entwickelt wurde halt auch nichts mehr. Und die Skins wurden auch irgendwie verschlimmbessert. Trotzdem finde ich, ist heute kein Programm irgendwie an Winamp rangekommen. Ich weiß nicht, ob das an meiner Nostalgie liegt, die ich da irgendwie mit Winamp verbinde, aber das Sortieren und das schöne Anordnen der Fenster, das konnte nur Winamp. Ich weiß, viele von euch kennen bestimmt FUBAR und AIMP, ich bin aber mit keinem der Alternativen warm geworden. Aber warum gab es denn dann da keinen richtigen Nachfolger? Also meine Vermutung ist, es lag schlicht und ergreifend am Windows Media Player, der ja dann irgendwann auch mal eine Musikbibliothek verwalten konnte. Und wie das halt so ist, das war die Standardsoftware, die mit Windows wieder rausgekommen ist, so ähnlich wie damals mit dem Internet Explorer. Und zack, hat man da jetzt keinen extra Player installieren müssen und konnte trotzdem ja seine Bibliothek verwalten. Tatsächlich habe ich auch den Windows Media Player eine Zeit lang genutzt. Und wenn ich jetzt heute gucke, was der so macht, ja, dann heißt ja hier Windows Media Player Legacy. Also von dem ist auch nicht mehr viel übrig. Der wird wahrscheinlich auch demnächst, ja, beerdigt von Microsoft. Das heißt, wir schauen uns das Wake-Up-Projekt an. Es ist sage und schreibe 8 Jahre an mir vorbeigegangen. Absolut verlorene Zeit, muss ich sagen. Die Seite wurde irgendwie 2016 registriert hier unten. Und ja, seitdem ist das Ganze an mir wohl vorbeigegangen. Nichtsdestotrotz, es gibt Wake-Up, es gibt eine Beta, es gibt eine Preview. Die eine kann man, also die Beta kann man nicht offen runterladen. Die Preview, glaube ich, heißt sie, die ist öffentlich verfügbar, leider nur in 32-Bit, nicht in 64-Bit. Aber immerhin, ich meine, mein Gott, Winamp, das war halt 32-Bit. Als ich den installiert habe und die Visualisierungen starten wollte, hat er mir auch gleich DirectX 9 installiert. Auch da kam natürlich wieder die Nostalgie mit durch. Gut, ich führe euch jetzt einfach ein bisschen durch diesen Wake-Up durch. Ihr kennt ja Winamp noch bestimmt und wer es nicht kennt, Schande über euch. Auf jeden Fall, hier gibt es die Library, die kennen wir ja schon. Ich kann einfach Ordner importieren hier, die durchsucht werden. Ich kann auch meinen Netzwerkordner, wenn ich den an Windows als ja, Laufwerk angebunden habe, den kann ich auch hier einfügen und kann sogar festlegen, dass diese Ordner auf Änderungen überwacht werden, sodass ich hier immer die aktuellste Version dieser Bibliothek vor mir habe. Ich habe noch nicht alle Features von Wake Up gesehen. Ich weiß auch, dass da irgendwie ein YouTube-Support dabei ist. Ich vermute mal hier vielleicht bei Video oder so. Also der YouTube-Downloader, den kann man noch aktivieren, habe ich schon gesehen. Da geht bestimmt noch einiges mehr, als man jetzt hier ahnen möchte. Aber was ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte, sind einmal die Skins. Dazu gehen wir hier einmal auf die Einstellungen und auf Skins und Skin Browser. Dann kann man hier mal so ein bisschen die Vorschaubildchen durchklicken und man kann hier auch einmal auf Get Skins klicken. Und so wie früher, also scheinbar unterstützt er auch noch die ganzen alten Winamp Skins, weil das ist das Winamp Skin Museum und hier kann ich die alten Originalskins scheinbar noch von Winamp integrieren. Ich mag es gerne übersichtlich und deshalb lasse ich da mal lieber die Finger von. Und bleib jetzt hier bei den vorgeschlagenen. Diesen Winamp Modern, mit dem konnte ich nie was anfangen. Das war ja auch noch zu Zeiten von Winamp was Interessantes. Und wenn ich jetzt hier mal den Default nehme, den Built-in, ich aktiviere den mal, dann werdet ihr relativ schnell sehen, also mit dem Doppelklick aktiviert man den, dass man da nichts mehr mit anfangen kann. Der ist einfach viel zu klein. Also die Buttons sind viel zu klein für die hohen Auflösungen, die man heute hat. Deshalb gerne hier den Winamp Classic Modern nehmen, nicht den Modern, nein. So, jetzt ist aus, jetzt habe ich mich hier wieder verklickt, aber das war auch beim Original Winamp so irgendwie, da die Buttons waren zu klein und irgendwie hat man sie sich gerne mal verklickt. So, wir gehen mal wieder auf die Options hier oben, Skins, Skin Browser und weg ist der Skin Browser. Ja, okay, es ist halt eine Beta. Da ist er wieder, Winamp Classic Modern und Doppelklick. So, und jetzt bin ich wieder da, wo ich sein wollte. Ich habe größere Buttons, aber sonst ist im Prinzip alles gleich geblieben. Jetzt wird es gleich bunt auf dem Bildschirm. Also wer ein bisschen fotosensibel ist, das richtige Wort, glaube ich, ist, der schaut jetzt besser weg. Wir gehen jetzt mal
zu den Visualisierungen über. Hier ist das Milkdrop-Plugin aktiviert und starten kann ich es eben mit Ctrl-Shift-K. So sieht es dann aus. Und jetzt läuft aber noch gar keine Musik. Das läuft jetzt so, idelt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Und ich würde mal sagen, ich mache ein bisschen Musik, höre auf zu sprechen und ja, wir schauen und hören uns das Ganze einmal an. Das hier ist Musik von YouTube. Die darf ich hoffentlich abspielen. Jetzt müsst ihr mich wieder hören, aber ja, so war das damals mit den Visualisierungen. Ich mache es mal wieder zu, damit wir jetzt auch alle folgen können, die davon Krämpfe kriegen. Ja, also absolutes Retro-Feeling hier und es läuft irgendwie einfach gut auf einem Windows 11. Ich hoffe, da geht die Entwicklung zügig weiter und wir werden da viele Neuerungen sehen. Gut, ich habe die letzten 8 Jahre verpasst, was soll ich dazu sagen? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das Projekt kanntet und wie eure Erinnerungen an Winamp waren.